klar. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Ja, die haben auf jeden Fall was Leckeres zu essen. Fleisch könnte ich jetzt auch mal gebrauchen. Chris, hör mir zu. Oh, der ist sauer. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Das ist Owen Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werd's tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ich liebe dich. Ada Wong ist tot. Oh. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Ist alles okay? Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Echo an HQ, hören Sie mich! HQ an Echo, Bericht! Hey, was zur Hölle machen Sie beide da? Wir müssen evakuieren, los! Wir haben Spuren des C-Virus im Gas festgestellt. Entkommen Sie dem ausströmenden Gas. Na gut, dann, machen wir das noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Moment. Wir wollen helfen. Der weiß doch gar nicht, wer wir sind. In Ordnung, dann los. Ja, und... Ah, okay, gut. Wir sollen nur dahin laufen. Klar, keine Sorge. Wir machen einen Umweg zum Turm. Keine Ahnung, was jetzt noch hier die Story ist. Irgendwie müssen wir die Leute evakuieren. Ich habe gerade fest mit einem Ende gerechnet. Jetzt ist das so enttäuschend irgendwie, dass es doch weitergeht. Oder sehr seltsam. Alles okay? Gut, es ist nicht, enttäuschend, dass es weitergeht. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Wir sind auf dem Weg zum Turm, um nach den Evakuierten zu sehen. Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Das rote Kraut hätte ich ganz gerne. Aber wahrscheinlich komme ich da jetzt nicht dran, weil hier jetzt der Nebel reinkommt und auch die Leute. Richtig? Ja. Okay, dann laufen wir schnell. Lassen wir das Kraut mal. Wir haben auch noch Erste-Hilfe-Spray und wir haben es eh so gut wie nie benutzt in letzter Zeit. Irgendwie sind wir auch ganz gut im Ausweichen geworden. Das schaffen wir schon irgendwie, ne? Moment, ich mach auf! Ich frage mich, warum hier Kisten stehen. Wir müssen los! Ach, der Typ schafft das schon. Fangen alle gleichzeitig an, sich wieder zu bewegen. Das ist auch sehr schön. Haben sie es offen? Ja, sehr schön. Dann auf los! Auf los geht's, los und so, ne? Wir müssen hier schnell rauskommen. Wo ist das Auto? Gibt's doch nicht. Gleich vor der Tür. Los! Nö, die Kisten möchte ich gerne haben, auch wenn wir gerade Panik machen. So, einmal hier im Nahkampf. Wir haben noch Punkte dafür. Das soll doch auch schließlich Spaß machen, ne? So, einmal schön die ganzen... Wow! Das war viel! Ich geh mal hier ein bisschen an den Rand, damit wir nicht ganz so neben den Leuten stehen. Und das hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Mist! Ach, ich habe gerade keine Energie mehr für den Nahkampf. Das ist natürlich total beschissen. Wir sollten uns doch mal Pillen einwerfen, glaube ich. Also irgendwie werden wir gerade von allen Seiten angegriffen, was ich nicht so gut finden kann. Und jetzt liegen wir auch noch am Boden. Hervorragend. Ich weiß gar nicht genau, wo wir hin müssen. Wir sitzen hier irgendwie zwischen Tausenden von Zombies und die Tür da hinten ging nicht auf und... Na gut, das haben wir gerade noch so geschafft. Geh mal ein bisschen aus dem Weg, vielleicht können wir dann die Leute besser abfangen. In dem Gemetzel ist es vielleicht nicht ganz so einfach, immer die richtigen zu treffen.
Nur einmal nach hinten geschlagen, ist immer super. Ist ein etwas stärkerer Tritt, glaube ich. So ein Spezialangriff. Oh, wir haben keine Munition mehr. Immerhin sind es im Moment keine starken Zombies. Ich habe ihn springen sehen und ich habe es nicht geschafft auszuweichen. Weil man irgendwie nicht aus Reflex ausweicht, wenn man jemanden springen sieht, was eigentlich eine falsche Einstellung ist. Ja gut, was heißt Einstellung? Es ist nicht meine Einstellung, es ist eher so meine Art. Und schon wieder die nächste Waffe leer. Geht's hier auch mal weiter oder? Ach so. Ich muss hier mit ihr zusammen machen. Gut. Gut zu wissen. Wir haben die ganze Zeit umsonst da rumgestanden. Klasse. Der Kerl hat sich geopfert für uns. Sein Opfer wird bekannt bleiben. Bei den wenigen Lebenden, die es noch gibt. Also eigentlich ist sein Opfer ziemlich, naja. Ja gut, es ist was wert. So ist es nicht. Vermutlich von der Rakete. Kommt bestimmt gleich wieder ein Typ auf uns zugesprungen und wir müssen irgendwie reagieren. Charlie, Planänderung. Tachi ist Sperrgebiet für Sie. Rückzug. Warten Sie auf weitere Befehle. Was? Aber Echo-Team ist noch da. Sie brauchen uns. Rückzug, das ist ein Befehl. Das war auch ein Zombie. Wir dürfen niemanden mehr verlieren. Was für Steigung diese Stadt hat. Ist ja wie in San Francisco. Stopp. Hier müssen wir halten. Und das tun wir auch. Warum achten wir auf die Verkehrsregeln? Wir müssen los. Wir müssen nach links abbiegen. Da stand Left Way. Hier ist ein Viertel. Was auch immer das heißt. Rechts. Reduce Speed Now. Beeilen wir uns hier rauszufahren. Die ganze Welt zieht langsam an uns vorbei, aber wir müssen aus dieser Stadt raus. Der Nebel wird immer dichter. Die Leute kommen auf uns zu. Wir hören die Schreie der Überlebenden, die nicht mehr lange die Überlebenden sind. Einer versucht uns auf der Motorhaube zu packen, hat aber nicht den höchsten IQ und ist deshalb plötzlich wieder verschluckt worden vom Auto. Das Auto hatte Hunger. Jetzt ist sein Hunger gestillt. Nun können wir weiter durch den Nebel fahren. Er steuert unser Auto. Alles klar bei dir? Weiter kann ich Sie nicht bringen. Der Turm ist gleich da vorn. Machen Sie beide weiter. Was ist mit dir? Mal sehen, was von meinem Team noch übrig ist. Gar nichts. Du musst mit uns kommen. Ihr wart doch über Funk verbunden. Passen Sie auf sich auf. Ja gut, wir sollten hier mal weiter. Helfen wir ihr hoch. Wahrscheinlich muss sie da oben erstmal wieder Zeug... Nee, wir kommen da beide hoch. Wunderbar. Dann mal los, kleiner Hambui. Fahr zurück. Nächste Szene. Ladevorgang. Werde ich jetzt wahrscheinlich eine Aufnahmepause machen. Wird Zeit. Obwohl, nee. Auch noch ein paar Minuten, damit ich 15 Minuten Folgen machen kann. Oder ich lasse die letzte Folge und schneide das dann irgendwie zusammen. Mal sehen, wie ich das mache. Könnte ich auch mal machen. Habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie gemacht. Wir sind irgendwie auch die ganze Zeit immer halb kaputt. Liegen am Boden, können uns kaum bewegen. Gegner kommen überall auf uns zu. Verderben, Leid, Trauer. Nein. Was für ein Spiel. Ich helfe Ihnen. Ist das jetzt der Prolog? Wo wir ganz am Anfang waren? Die erste Szene quasi? Ich glaube ja, jetzt kommt der Helikopter und schießt auf uns. Wir weichen aus und... Und es ist Ada Wong. Leon, das ist... Ada, ich dachte, sie wäre tot. Hat er sich doch getäuscht. Sie schießt. Mist, es sind zu viele. Auf uns, oder... Leon, da lang.
auf den Gegner. Wir wissen es nicht genau. Wir müssen Leon, hier durch. Leon, hören Sie mich. Ist alles okay? Ich lebe. Aber ich fürchte, es wird alles noch schlimmer. Da kommt Helena hinterher. Wir müssen hier raus. Wir müssen verschwinden. Das Ganze kommt einem so vor wie die erste Szene, die man hier gespielt hat in dem Spiel. Aber es ist nicht die gleiche. Doch, es ist... Das wäre ja albern, wenn wir jetzt die gleiche Szene nochmal spielen würden. Es ist die gleiche Szene. Was ist denn das für eine Verarsche hier? Recycling. Ja, flieg mal ruhig auf den Boden. Du Sack. Nehmen wir noch hier ein Abzeichen mit. Brauchen wir gerade viel Schrotmunition. Ah, hier ist auch das Kraut drin vom Anfang. Wir haben aber gerade schon wieder keinen Platz im Inventar. Und ich will auch nichts wegschmeißen. Oder haben wir in der Pistole noch Platz? Ja. Gut, dann können wir das Kraut auch mitnehmen. Und das direkt verbinden, in die Pillenbox packen und schon haben wir wieder Platz. Nehmen wir die Schrote. Davon haben wir im Moment so viel. Und tatsächlich ist das die gleiche Szene, wie wir ganz am Anfang mal waren. Nur mit mehr. Ist jetzt aber nicht story-echt, ne? Aber ich mag die Musik dazu. Die ist etwas... Die ist passend, so von wegen... Die ganze Welt geht unter. Dramatik. Ein bisschen Traurigkeit noch mit dabei. Passt ganz gut, finde ich. Hauen wir den mal um und erledigen ihn mit seiner Axt. Wenn er uns schon eine Waffe dazu gibt, dann können wir die auch gerne benutzen. Jetzt müssten wir wieder oben auf dem Balkon stehen und gleich vor der Explosion fliehen müssen. Wurde ein bisschen schwerer gemacht hier die letzte Stelle, als wir die das erste Mal gespielt haben. Ich frage nur, nach welchem Prinzip das ist und warum wir das jetzt nochmal spielen sollen. Ergibt für mich jetzt keinen wirklichen Sinn. Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Hannigan, ich weiß, woher ich muss. Ich habe ein Déjà-vu. Aber vorher muss ich noch die Leichen... Da oben, der frisst schon wieder. Die Leichen beseitigen. Um Inventarplatz zu kriegen. Gut, es sind keine Leichen, aber egal. Ah, zwei Schläge und der ist tot. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu davor. Also bevor wir das Upgrade gekauft haben. Von daher hat es sich schon gelohnt, denke ich. Wunderbar. Das freut mich. Dann haben wir ja nicht umsonst Geld ausgegeben, ne? Also Geld im Sinne von Erfahrungspunkte. Kriegen wir die alle besiegt oder ist das so darauf ausgelegt, dass wir es gar nicht schaffen müssen? Weiß es nicht. Der ist auch tot. Eieiei. Kam aber gefährlich nah. Ich nehme hier noch die ganzen Erfahrungspunkte mit. Lad nach und... Jetzt sollte wieder die Weglaufszene kommen. Und das tut sie auch, komischerweise. Na los, Leon, lauf. Jetzt müsste ich wissen, welche blöden Witze ich damals gerissen habe zu der Zeit. Dann könnte ich jetzt nochmal reißen, um wirkliches Déjà-vu zu haben. Aber dann lassen wir mal, ne? Und diesmal sterbe ich auch nicht. Nicht so wie beim ersten Mal, als ich die Stelle hier gespielt habe. Das habe ich auch das letzte Mal gesagt, als wir das hier gespielt haben. Finde ich ein bisschen seltsam, so eine recycelte Stelle, ehrlich gesagt. Hierher! Einsteigen! Weil irgendwie, ja, ist halt nicht viel Arbeit dahinter, das Ganze nochmal so laufen zu lassen, wie es war. Mist. Zombie springt auch wieder hinterher. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder die richtigen Tasten dafür drücken. Ja. Spielen wir den Prolog einfach nochmal. Warum auch nicht? Ist das jetzt das Ende auch des Kapitels? Der Anfang gleich dem Ende? Oder kommt jetzt noch was hinterher? Das ist die große Frage.